hier ein Bürgerbus mit 80 Plätzen. So kommt einer so Kopf. Eine Klapphampe ausgestattet. Natürlich darf der Kindersitz hier nicht fehlen. Natürlich im Gegensatz zum normalen Bus gibt es hier auch so Anschnallgurte. Sodass sogar 3-Punkt-Sicherheitsgurte. Lautsprecher durchsagen, wieder also Radio. Sogar auch hier mit so Klimaanlage bzw. Lüftung. Und natürlich darf die Haltegurttaste nicht fehlen. Und das ist hier so Rollstuhlbereich hier so ein Mehrfeldbereich für Fahrräder, nee, für Rollstühle, Kinderwagen und auch für Fahrräder. Diese Sitze kann man jetzt sogar so klappen, diese vorderen Sitze. Ich probiere mal das hier aus. Mal schauen, wie das hier so anfühlt. So sieht die Sonne hier im Bus. Der Herr ist sehr lange, hat mir das Filmen hier erlaubt und das auch da fotografieren. Also der Fahrradbereich, 1, sehen wir nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sitzplätze plus 10 Fahrradsitze, das sind insgesamt 9 Sitzplätze. Und da ist der Führerpult, da darf niemand hinsetzen und gibt sogar die Sicherheitsgurte. Ich dachte schon, das wäre für eine Rollstuhl, aber nee, das ist hier für nur für Personen, oder? Nee, sogar auch für Rollstühle. Und ich bin jetzt hier, der Bus steht jetzt heute am Tag der Demokratie hier in hier im Düsseldorfer Regierungsviertel. Der Bus ist hier wirklich wunderschön. Sehr schön, das ist ein Bus, der ist so ein Bürgerbus für einen Rheinberg in Kooperation mit der Nähe. Da sieht man auch hinter den Sitzen, das sind jetzt so typischen Transfer für so Renus Venius Besuch. Das ist der Bus jetzt hier von außen. Was ist als nächstes geplant? Was haben Sie denn nächstes vor? So sieht der Bus jetzt hier von außen aus. Wir werfen einen Blick hier rein. Busfahrerstand. Das war so ein älterer Herr und der sich dann so hingesetzt hat, dass die Sonneneinfälle draußen viel zu stark ist. Herzlichen Dank an den sehr, sehr, sehr freundlichen Herrn, der mir das Fotografieren und Filmen im Bus gestattet hat. Ich konnte euch alles Wichtige vorzeigen. Aber der Gesprächsbereich war ja nicht so meiner Meinung nach. Der hat dann den Bürgerbus gestellt, in NRW vorgestellt. Wir haben dann so einen Flyer aus. Und da habe ich gefallen, dass ich finde den Bus wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr toll. Aber mehr kann man es halt auch nicht so hören. Also über die sozialen Daten und so weiter. Das weiß ich natürlich nicht. Denn der ist nur als Aufpasser vor Ort. Demokratie und da hinten steht sogar Gefangenenbus. Und das ist eigentlich auch der momentane Schwebebahn.